Am 7. Juli 2007 fand im Speedway-Stadion in Olching, seit 2006 Maxl-Reiner Arena genannt, das traditionelle von Leichnam-Rennen statt. Unter dem Motto German Open, das zum 5. Mal als internationales Rennen mit Fahrern aus 8 Nationen ausgetragen wurde, war auch Richard Speiser mit dabei. Mit der Start zum Sieg das erste Mal in Olching aus der Bahn. Aber er ist der einzige Fahrer weltweit, der ein eigenes Stadion besitzt. Er kommt aus Kroatien, hat in den letzten 14 Tagen 2 internationale Rennen gewonnen. Und er ist top unterwegs im Moment. Ljubo Pavlic aus Kroatien. Die Nummer 9, Frenki Facher. Kapitän der Ligamannschaft aus Pfaffenhofen, auch er ist anwesend. Die Startnummer 12, Christoph Demmel. Aus Österreich, Manuel Hauptinger. Ein weiteres Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft aus Tschechien, das ist die Startnummer 14. Und auch Tschechien hat sich qualifiziert für das Juniorenfinale in Abensberg. Ich begrüße herzlich hier mit der Startnummer 14 Philipp Sitera. Mit der Startnummer 15 ist Manuel Nowotny zu streichen aus Österreich. Er ist verletzt, aber der Raimund Schön hat einen wirklich guten, adäquaten Ersatz gefunden. Kevin Wöber. Ganz kurzfristig sagte er ja und in Olching, da muss ich doch dabei sein, hat er gesagt, der Kevin. Auch er fährt in der deutschen Nationalmannschaft. Die Startnummer 16 kommt aus Polen. Das ist eine Programmänderung. Nicht Maciej Piaczynski, sondern die Startnummer 16 ist Pavel Zmarzlik. Zmarzlik. Pavel Zmarzlik aus Polen mit der Startnummer 16. Und als Reservefahrer am Start die Startnummer 17, Michael Kammermeier vom Team aus, vom AC Landshut. Bravo! Das waren unsere Fahrer in der internationalen Lizenzklasse. Wir machen weiter. Die Startnummer 1, sie kommen aus Geissach, das Team Stefan Brankhofer mit seinem Beifahrer Stefan Peters. Die Startnummer 3, die Brandhofer Brothers sind am Start. Die drei, Markus Brandhofer mit dem Beifahrer Thomas Scheunemann. Und sie haben heute im Training einen identischen Stundenschnitt gefahren. Die Startnummer 7 ist mit dabei. Sie kommen aus Mariakirchen, Marco Hunsrucker und Alex Hirschhorn. Ebenfalls international immer gut unterwegs. Sie kommen aus Parkirchen, das Team Nr. 10, Markus Venus, und im Boot sitzt Florian Niedermeyer. Ja, dann haben wir noch einmal ein bekanntes Paar, auch schon Erfolge gefeiert hier in Olching auf der Bahn. Aus Tauchgau die Startnummer 11, Harald Mössmer mit Marcel Lageder. Wir begrüßen herzlich den Gewinner vom letzten Wochenende für das Ligateam des MSC Olching in der Juniorenklasse. Die Startnummer 1, Manfred Beetz aus Eschenried. Neben ihm ebenfalls ein Juniorenfahrer vom MSC Olching, die Startnummer 2, Sebastian Kapser aus Grümzel. Aus Rosshaupten kommt die Startnummer 3, Tobias Linder. Die Startnummer 4 fährt für den MSC Olching, kommt aus Weilheim, Dennis Helfer.
Und die Startnummer 6, der Bruder von Dennis, der Marcel, das ist der jüngere Bruder. Ein bisschen ein Grischball, aber schnell ist er der Bub. Die Startnummer 6, Marcel Helfer. Und die Helfers kommen natürlich aus einer Speedway-Dynastie aus Weilheim. Und einen Applaus für unsere Teilnehmer in der internationalen Klasse, in der seitdem neuen Klasse und bei den Junioren. Und wir werden beginnen mit Rennen Nummer 1, wo als erstes die Junioren starten werden. Bevor es richtig losging, wurde der Finallauf der Junioren gestartet. Die vier punktbesten Fahrer aus den Vorläufen, die schon am Vormittag stattfanden, kämpften hier um den Sieg, den sich am Ende Manfred B. aus Eschenried sichern konnte. Hier fährt er an dem momentan führenden Tobias Linder, der den roten Helm in Bezug hatte, vorbei. Zweiter in diesem Rennen wurde Tobias Linder aus Rosthaupten. Auf Platz 3 kam Sebastian Kapser und viertplatzierter Marcel Helfer, der nach dem Start wegen Zündkerzenschaden ausfiel. Wir gratulieren den Siegern. Dann der Start zum ersten German Open Rennen des Tages. Hans-Jörg Müller, Max Bilger und Richard Speiser schossen dicht nebeneinander in die erste Kurve. Der Ungar Güler Cölesi kam nicht gut weg und wollte den Anschluss nicht verpassen. Dabei riskierte er zu viel und stürzte schwer. Der Lauf wurde abgebrochen. Hier die Wiederholung. Müller war schon in Führung. Dilger lag vor Speiser an zweiter Stelle. Der Ungar kam mit dem Vorderrad seiner Maschine an Speisers Hinterrad und stürzte. Chelsea konnte aufgrund dieses Sturzes am weiteren Rennen nicht mehr teilnehmen. Wiederholungslauf gewann vom Start weg Richard Speiser. Max Dilger erkämpfte sich gegen Hans-Jörg Müller den zweiten Platz. Müller blieb somit nur Rang 3. Der Sieger Richard Speiser. Zum zweiten Lauf kam Martin Smolinski, Robert Haupt, Adrian Szewczykowski aus Polen und Jura Pavlic aus Kroatien an den Start. Robert Haupt hier mit einem Startversuch auf der Gegengerade. Der Kroate Pavlic setzte sich vor Smolinski an die Spitze des Feldes und er gewann auch diesen Lauf. Der Smolli musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.
Dritter wurde Roberto Haupt. Und auf Platz 4 landete der Pole Adrian Szewczykowski. Klare Führung für den amtierenden Junioren-Europameister aus Kroatien, Jure Pavlic. Im Rennen Nummer 4 gab es einen harten Kampf zwischen Kevin Wölbert, roter Helmüberzug, und Manuel Hautzinger, von der Außenbahn gestartet, mit gelbem Helmüberzug. Hart wurde gefightet um jeden Meter und Hautzinger, der schnelle Mann aus Österreich, ließ sich nicht abdrängen. Immer wieder startete er einen Angriff und hier schaffte er es, an Kevin Wölbert vorbeizuziehen. Drittplatzierter in diesem Rennen wurde Filip Sitera aus Tschechien und Platz 4 blieb für Maciej Bierczynski aus Polen. Doch der Sieger hieß Manuel Hautzinger aus Österreich mit der Rückennummer 13. Lauf 5 war eigentlich wieder eine klare Sache für Manuel Hautzinger. Martin Smolinski wollte das natürlich verhindern, rutschte aber aus. Er saß zwar schnell wieder im Sattel seiner Maschine und jagte seinen Konkurrenten hinterher, doch es half nichts mehr. Erster wiederum der Österreicher Manuel Hautzinger. Frankie Facher wurde Zweiter. Und auf Platz 3 kam Hans-Jörg Müller. Smollys Traum von der Titelverteidigung war somit dahin. Den siebten Lauf gewann der zweifache German Open-Sieger, der Mann aus Slowenien, Matej Ferjan. Roberto Haupt, Max Dilger und Kevin Wölbert kämpften verbissen um Platz 2 und 3. Die Zieldurchfahrt lautete dann Ferjan, Haupt, Wölbert und Dilger. Auch Rennen 8 war spannend. Richard Speiser mit rotem Helmüberzug übernahm die Führung. Und er siegte auch vor dem Polen Adrian Szewczykowski. Christoph Demmel wurde Dritter und der Pole Bierczynski belegte Platz 4. Start der Gespanne. Stefan Brandhofer mit seinem Beifahrer Stefan Peters waren die Stars des Tages. Sie gewannen diesen ersten Lauf. Harald Nössmer mit Marcel Lageder erkämpfte sich Platz 2. Markus Venus mit Florian Niedermeyer lieferte sich spannende Kurvenduelle mit Marco Hunsrücker und Alex Hirschhorn. Erster wurde Brandhofer Peters. Sie hatten auch die Startnummer 1 an diesem Tag. Zweiter Nössmer Lageder vor Venus Niedermeyer. Auf Platz 4 kam das Gespann Hunsrücker Hirschhorn.
Im zweiten Rennen der Gespanne kämpften Harald Mössmer, Start Nummer 11, Marco Hunsrucker, Start Nummer 7 und Markus Venus um die vorderen Plätze. Venus mit der Startnummer 10. Markus Brandhofer fiel in der dritten Runde aus. Und auch Markus Venus bekam Probleme mit seinem Gespann. Erster wurde Harald Mössmer mit seinem Beifahrer Marcel Lageder. Und als Zweite fuhren Marco Hunsrucker und Alex Hirschhorn über die Ziellinie. Und auch der dritte Lauf zeigt das Seitenwagenrennen vom Feinsten. Alle vier Gespanne kämpften vier Runden lang hautnah um den Sieg. Die 4500 Zuschauer waren begeistert von dem Mut der Fahrer. Gewonnen hat Stefan Brandhofer mit Stefan Peters vor Harald Mössmer und Marcel Lageder. Dritter Markus Brandhofer und Thomas Scheunemann. Vierter Markus Venus und Florian Niedermeyer. Das Finale. Start Nummer 1, Stefan Brandhofer. Start Nummer 3, Markus Brandhofer. Die 7, Marco Hunsrucker. Und mit der 10, Markus Venus am Start zum Endlauf der Gespanne. Und die Brandhofer Brothers lieferten sich einen harten Kampf, den dann der Stefan mit seinem Beifahrer Peters gewann. Die Drittplatzierten freuten sich ebenso wie die Sieger. Die 7 Marco Hunsrucker. Ein weiterer Brandhofer Bruder, die Startnummer 4500 Zuschauer sahen bei herrlichem Wetter interessante und spannende Rennen in der Seitenwagenklasse. Die Sieger aus Geisach, Stefan Brandhofer mit Beifahrer Stefan Peters, zweitplatzierter Harald Mössmer und Marcel Lageder und auf dem dritten Platz Markus Brandhofer und Thomas Scheunemann. Selbstverständlich mit dabei Bürgermeister Franz Huber in der Mitte. Also wirklich hervorragend, ich kann euch nur gratulieren und ein Siegerbild mit Reim und Schön mit dem ersten Bürgermeister Franz Huber und auch Thorsten Bremer von 87 Geburtstag. Speedway-begeisterte Zuschauer, Martin Smolinski Fanclub und auch der Masch Huber, der Weltmeister im Sautreiben, durften an diesem Rennen nicht fehlen. Und alle warteten sie gespannt auf Rennen Nr. 10. Denn da war der Martin wieder mit dabei. Und er gewann auch diesen Lauf. Man kann schon wirklich sagen, er ist der Publikumsliebling. Martin Smolinski hier vor Kevin Wölbert.
Und auf Platz 3 kam Michael Kammermeier. Da ließ er nix anbrennen, der Martin. Sein erster Sieg und er krönte ihn mit einem Wheelie für seine Fans. Beim Start zum 15. Lauf kamen Andrew Appleton aus England und Max Bilger am besten weg. Doch schon nach der ersten Runde übernahm Martin Smolinski die Führung und er gewann auch diesen Lauf vor Bilger und vor Appleton. Der Pole Biaschczynski wurde nur Vierter. Nach dem dritten Platz von Appleton in diesem Lauf war auch für ihn der Zug um den Tagessieg abgefahren. Und Smolly kämpfte sich Punkt für Punkt näher an die Spitze. Danke, Fans. Der Kroate Jura Pavlic war an diesem Tag fast unschlagbar. Er gewann auch diesen 16. Lauf. Hier in Führung liegend mit dem blauen Helmüberzug. Frankie Facher kämpfte mit Kevin Wölbert um den zweiten Platz. Speiser etwas enttäuschend auf Platz 4. Die Zieldurchfahrt lautete dann: Erster Pavlic. Zweiter Facher, knapp vor Kevin Wölbert und Platz 4 blieb nur noch für Richard Speiser. Ich begrüße ganz herzlich, ich glaube, Sie befinden sich nebenan das große Volksfest, bei der 60er Family, das auch nach dem Rennen gut besucht wurde. Freut mich, euch zu sehen. Und wir kommen zu Rennen Nummer 17. Hans-Jörg Müller auf der Innenbahn. Müller legte einen guten Start hin. Doch nach der ersten Runde wurde er von Kevin Wölbert überholt. Und auch der Engländer Andrew Appleton zog noch an Müller vorbei, sodass er nur Dritter wurde. Auf Platz 4 kam der Pole Adrian Szewczykowski. Lauf Nummer 18 wieder gestartet mit unseren hübschen Grip Girls, wie sie in Fachkreisen genannt werden. Und Startmarschall wiederum Paul Knott. Und er hatte seine Mädels und auch die Fahrer jederzeit im Griff.
Frank Facher mit rotem Helm auf der Innenbahn. Daneben Michael Kammermeier mit weißem Helm Roberto Haupt. Und ganz außen der Pole Maciej Biaszczynski. Roberto Haupt übernahm die Führung, gab sie bis ins Ziel nicht ab und er gewann vor Frankie Facher. Dritter wurde Michael Kammermeier, der übrigens beim Ligateam vom AC Landshut an den Start geht. Der Pole Biaszczynski belegte wiederum nur den vierten Platz. Wurden die Startgates noch einmal nachgezogen. Auch das gehört zu einem Rennen. Und auch hübsche Mädels gehören mit dazu. Start Nummer 3, Max Dilger auf der Innenbahn. Neben ihm Manuel Hautzinger aus Österreich. Und auch der Kroate Jura Pavlic war in Lauf 19 mit dabei. Christoph Demmel fehlte, er konnte nach seinem Sturz im 10. Lauf nicht mehr fahren. Jetzt war man gespannt auf das Duell. Hautzinger gegen Pavlic. Das Salz in der Suppe könnte doch auch Max Dilger sein. Aber Pavlic gewann vor Hautzinger und Dilger. Der 20. Lauf, so kann man sagen, war dann die eigentliche Krönung des Renntages. Martin Smolinski und der Slowene Matej Ferjan, hier im weißen Helm, Smolinski mit rotem Helm dazu, lieferten sich einen erbitterten Kampf um den Sieg, sodass der Tscheche Filip Sitera und Richard Speiser kaum beachteten. Rad an Rad, vier Runden lang. Ferjan gegen Smolinski. Der Titelverteidiger gegen den zweifachen Sieger. Das ist Speedway-Sport vom Feinsten. Die letzte Runde. Und der Smolli enttäuschte seine vielen Fans nicht. Und gewann spektakulär diesen Lauf. Tosender Applaus von den Zuschauerinnen. Das ist Speedway
vom Feinsten. Danke, Fans. Servus mit einem Willi, euer Smolli. Bis später im Fahrerlager. Und alle freuten sich mit dem Martin. Zum Sieg hatte es in diesem Jahr nicht ganz gereicht. Aber der Applaus seiner Fans war ihm sicher. Der Kroate Jura Pavlic und der Österreicher Manuel Hautzinger hatten jeweils 14 Punkte und mussten somit um den Tagessieg ein Stechen fahren. Und dieses Stechen gewann Jura Pavlic und war somit Tagessieger vor Manuel Hautzinger. In der Gesamtwertung auf Platz 3 kam der Slowene Matej Ferjan. Und Martin Smolinski wurde trotz eines Ausfalls mit 11 Punkten noch Viertplatzierter. Und Jura Pavlic freut sich das erste Mal in Olching auf der Bahn und dann schon Sieger. Ein schöner Renntag ging zu Ende. German Open 2007. Die Zuschauer waren begeistert von den spannenden und fairen Rennen und auch von ihrem Lieblingsfahrer Smolli, der hier noch einmal Review macht. Sowohl mit den Fans oder auch mit Manuel Hautzinger. Und der freut sich. Und als die meisten Fahrer schon im Fahrerlager einpackten, wurde der Martin immer noch von seinen Fans umringt, als wäre er der Tagessieger gewesen. Er war immerhin bester Olchinger. Ja, Erfolge haben Namen. Einer davon ist Martin Smolinski. Und selbst die kleinsten Fans mögen den Smolli.
ein Foto mit seiner Rennmaschine. Da strahlen sie, die Kids. Ja, Luis. Wie bin ich der Mandy? Sowas gibt es nur in Olching in der Maxl-Rainer Arena. So mancher Rennbesucher blieb noch in Olching, um sich auf dem Volksfest zu vergnügen.